Nach dem milliardenschweren Vergleich mit Klägern in den USA hofft der Chemiekonzern Bayer, künftige Rechtsrisiken weitgehend ausschließen zu können. Mit Übernahme des US-Agrarriesen Monsanto hatte Bayer auch den Unkrautvernichter Glyphosat erworben und sah sich mit Klagen von mehr als 100.000 Nutzern konfrontiert, die das Herbizid für Krebserkrankungen verantwortlich machen. Wissenschaftler sollen das Mittel nun weiter prüfen. Erleichtert sei er, sagte Bayer-Chef Baumann, am Telefon. Denn öffentlich wie hier tritt er im Moment nicht auf. Nur 10 Milliarden und nicht, wie befürchtet, bis zu 25 Milliarden Euro kostet der Vergleich. Es ist das Ende eines juristischen Albtraums, der mit der Monsanto-Übernahme vor 2 Jahren begonnen hatte. Es ist für Bayer die richtige Maßnahme zur richtigen Zeit. Die Vereinbarungen bringen Klarheit für unsere Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre. 3 Prozesse gegen Krebspatienten hat Bayer in den USA verloren, wurde dabei in erster Instanz zu Schadenersatz in jeweils hoher 2-stelliger Millionenhöhe verurteilt. Bayer hat diese Urteile nicht akzeptiert, Berufung eingelegt und will bis zur höchsten Instanz gehen. Doch wie die meisten anderen Fälle hat der Anwalt Ken Feinberg im Auftrag des kalifornischen Gerichts den Vergleich ausgehandelt. Bayer findet das US-Rechtssystem, insbesondere die Schadenersatzregelungen, unfair, weil es keine gerechten Ergebnisse liefert. Also traf Bayer eine wirtschaftliche Entscheidung. Egal wie teuer der Vergleich ist, er ist besser, als sich auf ein Glücksspiel in amerikanischen Gerichtssälen einzulassen. In der Vergleichssumme ist mehr als 1 Milliarde Euro für mögliche künftige Klagen von Krebspatienten enthalten und für die Forschung zur Behandlung des Non-Hodgkin-Lymphoms. Ein Wissenschaftlergremium soll dann herausfinden, ob der glyphosathaltige Pflanzenvernichter Roundup Krebs erzeugt oder ob er tatsächlich harmlos ist, so wie Bayer und Monsanto immer versichert haben.